welcher Höhe der Toaster war, aber das war da vorne auf jeden Fall. Das müsste oberhalb des Schilds da noch gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht, ob auf der anderen Seite auch die Leute stehen. Aber lass uns doch mal gucken. Geht auch ein Wildpfad rein. Auch ein schöner Weg, da war ich noch nicht. Da war ich noch nicht dran gewesen. Da kann man jetzt schlecht reingucken, aber da sehe ich irgendwas. So, hier waren wir irgendwo stehen geblieben. Ich musste jetzt kurz da hoch abwechseln. Gut, hier war jetzt kein Durchkommen, aber da vorne liegt noch was. In so einer Tüte kann ein Tier auch ersticken. Aber der Akku ist nicht richtig drin. Jetzt. Oh, das war wieder gefährlich. Und braun wird man auch bei sowas. Und auch wenn die meisten sagen jetzt, das bringt vielleicht nicht viel, dieser kleine Ort, dieser kleine Fleck, aber es ist für die Nachwelt. Inspiriert vielleicht einen von euch auch was zu machen. Und vielleicht das nächste Mal dabei zu sein, weil es gibt nichts, was daran uncool ist. Uncool ist nur, da so einen Scheiß wegzuwerfen. Uncool ist nur, sich zu cool zu fühlen für sowas. Es ist unser Planet, der gehört uns allen. Da hat keiner ein Recht, unseren Planeten so zu behandeln. Aber man sieht es halt auch, hier auf der Seite stehen nicht viele. Und es kommt der Tag, das verspreche ich euch. An dem finden wir eine Adresse. Wenn wir wieder mit Sponsoren arbeiten, dann machen wir das so. Jeder, der was sieht, was ich übersehe, kriegt dann was Feines. Oder ich verstecke meine Botschaft im 360-Grad-Video. So. Was haben wir da noch liegen? Das war nicht so gut. Das war nicht klug. Ein Luftballon! Der Luftballon-Count ist eröffnet. Wir haben den ersten Luftballon. Das ist ja so ein toller Kult.
besteigen zu lassen, zu Hochzeiten, Geburtstagen und so. Ja, man beschenkt sich einfach mit ein bisschen Vandalismus, Vergewaltigung der Natur zum Geburtstag. Das bringt auf jeden Fall Glück, Leute. Bringt auf jeden Fall Glück. So. Sind wir hier ja schon durch. Jetzt kommen sie wieder. Da, der Tiger ist wieder da. Der Tiger kommt. Sie suchen mich wieder, weil ich hier wieder illegalen Müll sammle. Das soll ihn bitte liegen lassen. Der gehört nicht mir. Mal gucken, wie tief die jetzt hier gleich an uns vorbeischießen. Für eure Veteranen sammle ich die Kronkorken. Vielleicht kennt ihr sogar welche, die davon mal profitieren. Gott bewahre nicht ihr selbst. Der Tiger. Den können wir auch zum Müllsammeln gut gebrauchen. Könnt ihr einem einfach mal einen sponsern hier. Und hier haben wir noch einen Gummi. So. Da hinten fliegt der Tiger wieder. Durch die Windkraftanlagen durch. Geiler Scheiß. Geil. So, dann lasst uns mal überlegen. Was wir als nächstes machen. Da sehe ich jetzt nicht, ob da irgendwer ist. Aber vielleicht kommt der Tiger ja nochmal wieder. So, dann lassen wir mal ein bisschen Frischluft rein. Merch, ab jetzt wieder im Shop, verfügbar. Nicht alles verfügbar, aber das meiste ist verfügbar. Jetzt im Shop, jetzt bestellen. Oha, der ist jetzt richtig tief da hinten geflogen. Der ist jetzt da hinten. Der war jetzt richtig tief. Oder war nur weiter da hinten? Vielleicht kommt er ja nochmal. Ich mache eh gerade Pause. Also es geht ja dadurch jetzt nicht langsamer oder schneller hier weg. Jetzt hört man den Hubschopschop wieder. Er kommt! Ein geiles Bild, ey. Aber ich höre noch einen. Oder das schallt ganz verrückt. Aber wie ist das eigentlich, Leute? Fliegen die nicht immer zu zweit? Oder zu dritt? Wo ist denn der Wingman? Ist er sonst gefährlich? Aber vielleicht kommt er ja gleich nochmal wieder. Ich hab's ja gesagt. Aber dass er jetzt so nah kommt, das wusste ich auch nicht. Das war wieder ein Glück. Wieder ein Auto,
Das haben wir jetzt gut mit dem Körper zensiert, glaube ich. Und ihr habt gesehen, keine Abwehrmaßnahmen. Ich war keine Bedrohung für die Bundeswehr in Deutschland. Für die Tiger in Fritzlar. Alles gut gelaufen. Ich würde sagen, wir beenden jetzt den Aktionsmodus, den Action Mode. Und wir lassen uns einfach mal treiben. Ich habe noch Bock zu gehen. Gerade jetzt im Wald ist das Klima jetzt richtig, richtig geil. Da hinten kommen schon ganz viele Quellwolken, wie man sieht. Das heißt, das Klima verändert sich jetzt auch wieder. Schauen wir einfach mal. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ihr da seid, wo ihr hingehört. Da sind wir wieder. So, jetzt kann ich wieder nachts gut schlafen. Baustelle erledigt. Belohnt wurden wir auch noch in der Bundeswehr mit dem Tiger. Dann können wir uns jetzt erstmal belohnen mit ein bisschen Wasser. Ich bin so ein Depp, ey. Aber was für einer? Das war wieder ein klarer Fall für Rainer Reinsch. Boah, kennst du sonst einer reinscheißt? Ja, ja, so ist das. Zum heutigen Tag passt sehr gut das Sprichwort Ma gewinnt ma, ma verliert ma. Wa? Oder wo? Oder gell? Na, wo hängst du, Kollege? Ach so, ja, nee, so soll das nicht sein. Zinkt die andere Seite oder was? Was ist mit deiner Schraube da? Also, na, hier ist die Schraube locker. Na, jetzt. Jetzt ist er da. Das kann ich auch mal wieder zumachen. Ne? Wie sieht denn das aus? Jetzt gucken wir mal, ob der Verteilerkasten eine Nummer hat. Können wir den Sack auch am Verteilerkasten abholen? Das ist nicht alles schon punktgenau. Dann brauche ich nicht zum nächsten Markierungsstein dran. Au! Ach, da ist der Telekom. Der Telekommunikationskasten. Aber das gegenüber von dem markanten Baum und dem Kasten. Da können wir ein Foto machen.